Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LS19. Ach, der Anblick aus dem Fenster ist ja schon herrlich, ne? Da sieht man diese Gockelhühner da, wie sie da rumschraben. Ja, gut, mach's gut, ne? Jo. Ach, so, wir wollen los. Leo sitzt auf dem Dreschkasten. Ja, wir sind mitten in der Ernte. Erste wird abgemacht. So, welchen Schlepper? Ach genau, hat mir ja schon was zurechtgestellt. Ja, hier in die Halle kommt dann die Gerste rein. Gleich. So, wir fahren jetzt halt die erste Fuhre. Also erstmal mit dem Fendt halt hin. So, Tor kann offen bleiben, weil da kommt ja dann nachher das Getreide rein. Oder drüben, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich sehe, wie der Ertrag ist. Ich weiß es nicht. So, dann kann man den Wagen auch gleich noch anhängen und holen. Ja. So. Ja, das Gras ist wieder schön oben, wie ihr seht. Wir haben jetzt, ja, am 4. Juli. Optimales Erntewetter ist schön trocken. Wir hatten eben Handprobe 13,5% mehr für, auf dem Drescher. Also durch den Drescher, durch die Gesamtmasse. 14,5. Der brüllt. Er brüllt. Das passt. Das ist in Ordnung. So. Ja. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, der Bestand. Wir haben hier, das ist Weizen hier. Sieht auch schon. Ja, der braucht aber noch ein bisschen. Sieht auch schon ziemlich gut aus. Ja, und hier links ist noch ein Stück Gerste und da vorne ist Gerste. Wie ihr seht. Ja. Mehr Gerste haben wir nicht. Oder ist er am Machen? Ob wir hier vorne bestimmt Vorgewende machen. Weiß aber noch nicht, wie voll er ist. Müssen wir mal gucken. Boah, dann geht's rüber. Über die Brücke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Zack, so. Ja, wie voll er ist, weiß ich nicht. Ich stemme mich mal. Ah, ich weiß es auch noch nicht. Na, komm. Wir, genau, er fährt. Ah, lass ihn die Bahn wieder zurückfahren. Das signalisiere ich ihm gleich und dann können wir während der Fahrt abtanken und dann stelle ich den Wagen hier hin. Ganz genau. Also einfach soll er jetzt da auf der Stelle am besten drehen, wenn es klappt irgendwie. Ich weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht fährt er hier rum. Gucken. Ah, er hat's geschnallt, er hat's geschnallt. Ah, es ist nicht so schön, ich weiß. Hinten in die Ecke rein, am besten noch mal vor, bis in Vorderrädern dahin. Ja. So. Passt. Boah, hoffentlich macht er jetzt langsam, damit ich auch runterkomme. Top, wie geschnitten Brot. So, los geht's. Läuft. Ah, herrlich. Was geht? Oh. Nichts daneben. Top. So, dann würde ich sagen, stellen wir ihn die Bahn hier schön hin, dann kann er da als abbunkern. So. Wunderlichkeit in den Blattfedern. Alles abhängen. Upsala. So. Top.
zweiten Arm holen. Ihr habt's gesehen, der wird voll. Ah, Schneidwerkswagen, die ich ihn dann am Ende da drauf aufs Stück. Den hat er jetzt hier drüben auf die Wiese gestellt. Da links, wie ihr seht, den ziehe ich ihn dann gleich da drauf. Das muss ja jetzt noch nicht sein. Dann, wenn er Platz hat, wenn er die Ecke da, die er jetzt angefangen hat, abgemacht hat. Ja, dann das Stück auch noch, wenn es klappt, weil das, wenn wir das hier auch noch haben. Das hier hat noch 13,9, also das hat ruhig noch ein paar Sonnenstunden Zeit. Also 2 ungefähr, schätze ich, dann sind wir da drauf. Das da hinten ist 1,3 Hektar groß, da hinten die Ecke, auch gepachtet von dem Landwirt, wie gesagt. Ja. Ja. Auch zugepachtet. Ja, dann natürlich die Platte da unten auch, habe ich ja gesagt. Der Notartermin hieß das Video, ja, da habe ich dann die 2 Ecken mir ergattert. Ich wusste erst von der einen, dann hat man halt vorher nochmal geredet, bevor ich da hingegangen bin, hat er gesagt, willst du denn die auch noch haben? Ja, zwar klar gemacht, Preis klar gemacht, fertig, überschrieben auf mich, bin jetzt Pächter, 12 Jahre lang und ja. Wie gesagt, wenn der Vertrag ausläuft, ohne zu kündigen, habe ich es erstmal dann, glaube, was hat sie, wieder halt 2 Jahre. Ne? Nochmal, wenn er nicht kündigt, dann in 12 Jahren. Und wir haben aber uns so geeinigt, wenn da dann, wenn das alles dann noch passt, dann können wir es vielleicht auch dann kaufen. Muss mal gucken. Aber das ist ja erstmal Schnee von gestern. Also Schnee von morgen. Das dauert ja noch echt eine ganze Weile, bis wir da mal was kaufen können dann. Aber so, ich habe dann hier auch nochmal geguckt. Hier sind dann echt auch Flächen zu noch verkaufen. Muss man mal gucken, wie es jetzt aussieht mit den Finanzen. Falls sich jetzt fragt, wovon das viele Geld kommt. Wir hatten hier hinten dann noch im Waldgebiet, das haben wir erstmal verkauft. Ja, und dann hatten wir halt noch ein bisschen Kredit aufgenommen, habt ihr ja gesehen. Und ja, das habe ich nämlich, weil wir jetzt bald Viecher fahren müssen. Und halt welche kaufen müssen. Herde. Viel Herde mit Deckbullen am besten, dass wir dann noch unsere eigenen Kälber und so haben. So, zack, dann würde ich sagen, stellen wir den aufs andere Ende. Ja, dann Heavy das auch. Zack. So, dann kann die Laura eigentlich nachher gleich los, mal mit dem Schwadern, kann das hier zusammenschwaden. Oder der Leo danach morgen oder. Ach ja. Weil wir wissen noch nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht dann heute Abend noch oder morgen. Ja, eigentlich macht es Sinn, wenn wir das morgen machen und dann. Was soll's. So, mich würde jetzt mal interessieren, wie voll er ist. Gucken. Ist dann nicht so viel drin. Würde ich sagen, hänge ich den hier wieder an. Und dann, wenn er dann wieder, dann soll er nochmal zurückfahren und dann, wenn er wieder da ist, dann tanke ich ihn ab, wenn er es schafft. Müsste aber eigentlich. Dann kann ich eigentlich schon abzitschen. Abzitscheln. So, stellen wir mal. Ach ne, wenn wir nochmal an, wir fahren nochmal. Das ist ja dann. Komm erstmal rein. Jo. Das läuft. Läuft und läuft und läuft.
Ja, macht das doch ganz gut. Hätte jetzt da vielleicht noch eine machen können, Vorgewende, aber läuft doch. Schön Haspel angleichen. Zack, Alter, lol. So, top. Brüssel fährt er aus, dann kann ich mal langsam drunter. Oh, schafft er die Kurve? Ja, sieht so aus. Sind gleich 8 Tonnen müssen jetzt schon drauf sein, gehen ja 11 rauf. Mal gucken, wie voll er mich noch kriegt. Ich glaube, ich zitschel da mal ab, das reicht. Upsala, das wird so nix. So schnell geht das hier. Ich sag ja, wenn der einmal hier loslegt, wahrscheinlich muss er den nächsten da drauf kippen, weil ich so ewig brauche, den Wagen da in die Halle rückwärts rein zu drücken. Hör auf, hör auf, hör auf. Und über die Brücke drüber. So, nochmal Bildchen machen. So, zack, Finger links. Und ab geht die Post. 40 km/h ist er zugelassen. Ab geht die Party und die Party geht ab. So, da drüben ist ja der Weizen, der steht auch ganz gut. Ja, wir wurden halt reich mit Regen beschenkt, ne? Sagen wir es mal so. Und deswegen haben wir echt Glück gehabt und wir haben bis jetzt eine gute Ernte. Gut, wenn jetzt auf einmal dann Hagel runterkommt, dann sieht es natürlich nicht so gut aus. Aber was unter Dach und Fach ist, ist unter Dach und Fach, ne? Und ein wahre Gerste wird es dann in 5 Minuten sein. Der wird unter Dach und Fach sein. Da passiert nichts mehr, es sei denn, die Bude brennt ab. Gut, das kann immer mal passieren, aber sonst. Oh, zack. Den HW-Schrottcontainer, den wollte ich gar nicht nehmen. Dann werde ich wieder das Säck in der Ecke nehmen müssen. Den verkaufen, den brauchen wir nicht. 2 Waren reichen. Gut, mal gucken, wenn wir da hinten hinkamen. Ja, holten. Geht schon, mal gucken, ne? Vielleicht dann irgendwann mal einen gescheiten Wagen kaufen dafür. Nochmal, vielleicht nochmal hier so ein 11-Tonner als Tandem oder was weiß ich, muss mal gucken. So, zack. Ist hier auch ein 3-Seiten-Kipper der Fliegel, das heißt, das funktioniert richtig gut. Ist kein TMK-Wagen, kein Tretminenkarren. So, und gerade zurück.
wieder zurück und nochmal. Der Axt sieht gut aus. So, passt halt. So, zack. Oh, die Halle, die wird voll. Da geht noch was. Das ist ja nicht mehr so viel, was da reingeht, ne? Mal gucken. Oh ne, ein bisschen schön verteilen. Und ganz gut aus. Ist schon ein bisschen was. So, zack. Und weiter geht das. Und Stoff. Oh, fahr mal hier rum, mal gucken, wie es so aussieht. Seht ihr da hinten unser eine Stück auch noch mal. Ja, falls wer fragt, der Fan hier, der ist vom Gamer 250, da könnt ihr natürlich auch noch mal gucken, ne? Wie gesagt. So, dann haben wir hier noch ein Stück, das ist auch Weizen. Da gar nicht drauf geachtet. Oder Golf. So. Dann schrappen wir mal vorbei an der Kiste. Zack, so, dann haben wir es. Eine Kurve zu überholen ist ein bisschen zu riskant. Naja, 30 fährt er auf und daher geht's ja. Ja, Sicherheitsabstand abhalten, einhalten von 15 Metern. Mit Glück. So, dann fahren wir mal auf die Rampe drauf hier. Hat es mir auch nicht gebracht, er ist genauso schnell wie ich jetzt hier gewesen. Taco. Topo. So, liebe Leute, aber das soll es ja wieder gewesen sein. Ich hoffe, die kleine Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, euer Janni und der noch gemutete Leo. Ja. Ciao. Jo, ciao. Ciao.